Hallo und herzlich willkommen bei HitDice, heute mit Regelwerke schnell verstehen. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr Regelwerke richtig, richtig schnell verstehen könnt. Und zwar so innerhalb einer Stunde könnt ihr ein Regelwerk tatsächlich durcharbeiten. Dies betrifft natürlich nicht alle Regelwerke komplett, aber die meisten Regelwerke bekommt ihr mit meiner Taktik, die ich euch gleich erkläre, doch sehr schnell durchgearbeitet. Das Ganze soll dazu dienen, wenn ihr an einem Abend ein neues Regelwerk mit eurer Gruppe spielen wollt und ihr geht morgens in euren Fantasy-Laden des Vertrauens oder am Nachmittag, habt nur noch vielleicht ein, zwei Stunden Zeit, um das Regelwerk zu beherrschen oder grundlegend zu beherrschen und wollt es abends spielen, dann könnt ihr mit dieser Taktik sehr gut fahren. Und zwar arbeiten wir uns tatsächlich in 5 sauberen Schritten durch das Ganze. Der erste Schritt ist bekanntes Erkennen, also eine bekannte Mechanik, erkennen und herausarbeiten. Man kann das Genre Pen Paper nicht komplett neu erfinden, also werdet ihr auf jeden Fall irgendwelche Mechaniken finden, die ihr wahrscheinlich schon kennt, außer ihr seid komplett neu in diesem Genre. Sonst werdet ihr, wenn wir jetzt zum Beispiel D&D als Beispiel hier uns durcharbeiten, sehen die W20-Probe. Alles klar, ich habe einen Schwierigkeitsgrad, den muss ich überwinden, habe einen Plus-Modifier auf meinen Wurf und das ist unsere bekannte Mechanik. Die kennt ihr und darauf baut ihr auf. Das ist Schritt 1, das bekannte Analysieren aus dem Regelwerk. Übrigens steht das ungefähr auf 2 Seiten. Also müsst ihr 2 Seiten analysieren, lesen und wisst, okay, hier habt ihr das Bekannte und darauf baut ihr auf. Zweitens, die Kernmechanik herausfinden. Die Kernmechanik bei D&D ist ganz klar der Kampf. Der Kampf ist datiert insgesamt auf 10 Seiten bis 12 Seiten tatsächlich. Aber die Kernmechaniken davon könnt ihr ungefähr auf 2 Seiten tatsächlich runterdampfen, die ihr nur lesen müsst und verstehen müsst. Dann habt ihr schon mal Schritt 2, die Kernmechanik des Systems herausgearbeitet und grundlegend analysiert und verstanden. Und wenn wir das jetzt bei D&D sehen, ist es natürlich die Aktion, die Reaktion, die Bonusaktion und die Bewegungsaktion. Dann wisst ihr auch schon mal, okay, hier habt ihr grundlegend die Sachen analysiert und verstanden. Wir wollen hier erstmal nur die Basics herausfinden, also das Ganze ohne Klasse sehen. Dann im Schritt 3 arbeiten wir die Kernmechanik tatsächlich heraus. Das heißt, wir schauen uns an, was können wir mit einer Aktion machen. Wir können angreifen, ausweichen, Sachen benutzen, helfen, Rückzug, irgendwohin sprinten, suchen, verstecken, Zauber vorbereiten oder auch Zauber wirken. Natürlich schauen wir uns dann dementsprechend auch Bonusaktion, Reaktion, Bewegungsaktion etwas genauer an. Aber das Ganze ist tatsächlich auf 2 bzw. 2,5 Seiten runtergeschrieben. Und das ist wirklich einfach nicht viel, wenn ihr euch das mal jetzt durch den Kopf gehen lasst. Also haben wir die Kernmechanik schon mal im Prinzip genauer herausgearbeitet. Im Schritt 4 schauen wir uns die aufbauenden Mechaniken tatsächlich genauer an. Was heißt denn aufbauende Mechaniken? Unsere Kernmechanik ist ja der Kampf. Die aufbauenden Mechaniken sind also, was im Kampf passieren könnte. Bei D&D ist das unsere Kernmechanik ja der Kampf. Die aufbauenden Mechaniken wären dann Zustände. Also Zustand liegend, flankieren, helfen, überraschen und was es da nicht sonst noch tatsächlich alles gibt. Das sind unsere aufbauenden Mechaniken, also die auf den Kampf aufbauen, um diesen wirklich richtig gut zu gestalten, beziehungsweise was dort passieren könnte, was Auswirkungen hat und die Mechaniken dahinter dann zu begreifen. Das Ganze steht tatsächlich auch bei denen, die auf 2 Seiten. Also seid ihr jetzt insgesamt bei 10 bis 15 Seiten, die ihr nur lesen müsst. Natürlich muss der Führer noch ein bisschen die Seiten suchen, euch kleine Marker vielleicht ins Buch reinsetzen, damit ihr es am Spielabend notfalls wiederfinden könnt. Aber das schafft ihr innerhalb einer Stunde tatsächlich herauszuarbeiten. Klar, ihr könnt auch mal euch ein bisschen die Zauber angucken, also die Flächenradien. Das sind nochmal 2 Seiten, die ihr tatsächlich dafür nur durchlesen müsst und verstehen müsst. Aber sonst bleibt es dabei. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber die Klassen und Rassen, das habe ich doch noch alles gar nicht durchgearbeitet. Aber ihr werdet bei D&D wahrscheinlich nicht alle Klassen und Rassen aus dem FF können. Das ist einfach viel, viel, viel zu viel und ihr müsstet ungefähr fast jedes Buch haben, weil in jedem Buch irgendeine neue Rasse dazukommt oder irgendeine Klasse oder irgendein Hintergrund. Das ist völliger Blödsinn. Auch niemand kennt alle Zauber in- und auswendig. Das heißt, lasst das erstmal weg. Gehen wir jetzt nämlich über zu Schritt 5. Mit Bekannten arbeiten und andere erklären lassen. Wenn ihr am Tisch seid und abends das Spiel leitet, dann gebt ihr jedem Spieler wahrscheinlich einen Schnellstartcharakter. Außer sie sind schon vertraut mit dem ganzen System und wollen, dass ihr bitte an diesem Abend für sie leitet.
dann ist das Ganze natürlich noch viel, viel einfacher, denn dann lasst ihr die Spieler euch ihre Klassen selber erklären. So müsst ihr gar nicht die Klassen selber lernen, sondern sie werden euch erklärt. Das ist natürlich ein viel, 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 viel schönerer Schritt, denn hier passiert es am Spieltisch und ist relativ schnell tatsächlich abgehandelt. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn alle tatsächlich neu sind? Dann handhabt ihr das natürlich mit Schnellstartcharakteren. Ihr sucht euch Schnellstartcharaktere aus dem Internet heraus, druckt diese aus, das geht ja bei D&D Beyond oder bei anderen Seiten wunderbar, stellt die den Spielern zur Verfügung. Wenn ihr 4 Spiele habt, solltet ihr auch nur 4 Schnellstartcharaktere zur Verfügung stellen. Die sollten natürlich unterschiedlich datiert sein. Und dann schaut ihr euch an, was denn zum Beispiel jetzt die Zauber sind. Ihr müsst gar nicht die Mechaniken komplett dahinter verstehen oder begreifen oder jede Klasse verstehen, denn das sollen die Spieler für sich machen. Ihr seid als Spielleiter nicht dafür verantwortlich, alle Regeln in- und auswendig zu können. Die Spieler sollen auch ihren Teil dazu beitragen. Wenn ihr extrem gut vorbereitet sein wollt, dann guckt ihr euch nur an, welcher Schnellstartcharakter hat welchen Zauber, blättert ihn einmal nach. Das sind immer kleine Absätze, die könnt ihr euch einmal durchlesen und dann wisst ihr auch, was auf euch zukommt bzw. welche Zauber diese wirken können. Sonst obliegt es tatsächlich hier den Spielern, sich mit der Klasse einmal auseinanderzusetzen bzw. der Rasse, diese am Spieltisch vielleicht in einer halben Stunde einmal durchzuarbeiten, zu verstehen. In der Zeit bereitet ihr nämlich noch das Abenteuer weiterhin vor, sucht euch vielleicht irgendwelche Monster raus oder habt irgendeinen Schlachtplan oder sonstiges zum Zeichnen, wie dem auch sei. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal Zeit, dann kommt ihr nochmal zusammen sozusagen. Und jeder Charakter bzw. jeder Spieler stellt einmal seinen Charakter vor, was dieser kann und dann startet ihr den Abend. Das heißt, dort gibt es tatsächlich so eine kleine Session Zero, die wahrscheinlich so eine Stunde in Anspruch nimmt. Das heißt, jeder Spieler setzt sich eine halbe Stunde mit seinem Charakter auseinander, stellt jeder Spieler nochmal seinen Charakter vor. Das dauert wahrscheinlich auch nochmal vielleicht so eine halbe Stunde oder Viertelstunde. Und dann ist das Ganze geläufig. Und dann habt ihr ein Regelwerk innerhalb von 2 Stunden tatsächlich spielbereit. Ihr müsst euch zu Hause eine Stunde vorbereiten, den Rest macht ihr am Spieltisch. In einer halben Stunde habt ihr auf jeden Fall ein paar Monster rausgesucht für euer Abenteuer, was ihr vielleicht schon vorgeschrieben habt, oder sucht euch da auch schnell was im Internet raus. Und so könnt ihr Regelwerke richtig, richtig schnell verstehen in diesen sauberen 5 Schritten. Mir ist bewusst, es klappt nicht mit jedem Regelwerk, aber die meisten Regelwerke sind dadurch sehr, sehr gut und schnell zu handeln. Wenn ihr dann merkt, okay, ihr wollt tiefer in ein System reingehen, dann reicht das natürlich nicht aus, aber ihr habt grundsätzlich schon mein Regelwerk verstanden und könnt dann tiefer ins Regelwerk reinspringen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und lasst mich doch ganz gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Meiner Meinung nach funktioniert das jedenfalls hervorragend und ihr könnt schön an den Flair eines Systems transportieren, obwohl ihr nur so schnell das Ganze durchgeblättert habt. Sonst bis bald bei Hit Dice. Ciao, ciao!